Am Morgen des 6. August 1945 wirft die US Air Force über der japanischen Metropole Hiroshima die Atombombe Little Boy ab. Sie explodiert in 600 Metern Höhe, zerstört die Stadt fast vollständig und tötet 140.000 Menschen. Keiko Ogura ist damals 8 Jahre alt, sie ist 2 Kilometer vom Detonationszentrum entfernt. Die Explosion war so stark, dass ich in die Straßenmitte gewirbelt wurde und dass ich bewusstlos wurde. Hiroshima wird wieder aufgebaut. Dieses Gebäude, 500 Meter vom Explosionszentrum entfernt, ist ein stummer Zeuge des Atombombenabwurfs und des Endes des Zweiten Weltkriegs kurz darauf. Die Atombombe hätte nie abgeworfen werden dürfen. Es hätte sie nie geben dürfen. Das ist die Botschaft, die ich in die ganze Welt senden will. Auch das Straßenbahnnetz wird rasch wiederhergestellt und wird so zu einem Symbol des Wiederaufbaus. 70 Jahre später fahren diese beiden Wagen noch immer durch die Stadt. Hiroshima war ein Opfer der Atombombe und wir müssen mit dieser Geschichte leben. Es gibt Überlebende, Gebäude und die Straßenbahn, die diese Botschaft vermitteln. Die Überlebenden und ihre Nachkommen leiden noch immer unter den Auswirkungen der radioaktiven Strahlung, physisch und psychisch. Ein Schmerz, den sie mit den Menschen in Nagasaki teilen, der zweiten Stadt, über der eine Atombombe abgeworfen wurde, 3 Tage nach Hiroshima.